Hier ist der Andreas von den Lausern. Toi, toi, toi für das große Fischfest hier am Wundschuher See. Fisch muss dreimal schwimmen. Zum ersten im Wasser, zum zweiten im Schmalz und zum dritten im Wein. Nie ein Graten stecken bleiben, ein Graten? Na, wenn ist das noch nicht stecken bleiben. Das passiert bei uns Politiker öfter, dass uns im Hals was druckt. Bleibt's gemütlich und herzlich. Heute an diesem Tag Beißhammer. In unserer Gemeinde tut sie was. Und eines der großen Highlights in unserer Gemeinde ist dieses erste steirische Fischereifest. Gott sei Dank haben wir wieder so einen wunderschönen Tag. Viel Spaß heute noch. Das ist praktisch eine Teichforelle, die mit Lachsforellenfutter gefüttert wird und dann wieder saftig und gut ist. Wenn man da auf Anhieb alle Fischarten zuordnen kann, dann soll ich sofort ein Kriegel Bier, einen Sturm oder ein gutes Essen. Esst mehr Fisch! Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la, heute ist so ein schöner Tag. Die verschiedenen Stände haben Sie schon gesehen, wo es die Fischspezialitäten gibt, vom Steckerlfisch, ich glaube Fischgulasch ist auch dabei, Wein, Sturm habe ich gesehen, natürlich auch Kastanien habe ich auch schon gesehen, gibt es auch schon da. In diesem Sinne darf ich allen, die heute gekommen sind, einen herzlichen Appetit wünschen. Ich hoffe, dass das Abfischen für alle noch ein Erlebnis wird. Das Fischfest ist somit offiziell eröffnet. Alles Gute. Mit dem heutigen Tag der Abfischung des Wundschuherteiches beginnt für uns die Abfischsaison. Wir steirischen Teichwirte bewirtschaften auf in etwa 1000 Hektar Teichfläche eine Ernte von ca. 600 Tonnen Fischen. Man kann mehrmals mit dem Zugnetz fischen, immer was eben fasst. Und dann die letzten Fische wird dann der Wasserspiegel noch verkleinert. Das ist dann der letzte Zug, um wirklich bis zum letzten Fisch alles rauszubringen. Das sieht er schon. Boah, das ist ein ganz schönes. Ein schönes Kaliber. Ja, er holt gerade aus. Ein Applaus. Da war's. Also der hat ganz eine schöne Kraft, der Wölz, wie man da sieht. Da ist er jetzt. Der Wölz ist jetzt bei der Sortierstelle. Fotos für die morgige Zeitung. Ja, wenn ich die ganzen Teiche, die Hauptteiche abfische, dort haben wir zwischen 15 und 20 Tonnen Fisch nachher. Da ist dann schon ordentliche Arbeit dabei. Das werden so zwischen 2.000 und 3.000 Kilo werden es auch sein. Den Segen vom Herrn Pfarrerhammer und die Unterstützung vom Herrn Präsident Plotkowski, also uns kann es nur gut gehen. Und die Familie Gungel sorgt für das leibliche Wohl. Was will man noch mehr? Der Wolfgang Gungel hat gerade gesagt, am liebsten wäre der Heli die nächste Fischkönigin. Es gibt eigentlich fast keine feschere Prinzessin wie ein Heli.
unsere Schublandler kommen, geben wir nochmal richtig Gas heute hier beim Fischfest. Wir kommen dann zum Fischdressurreiten. Also wirklich alle. Hopp, hopp. Und an die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist so. Jetzt singen die Gäste. Okay.